Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger des Burgenlandkreises, für mich als Landrat ist der letzte Tag des Jahres 2016 Anlass genug, um mich auf diese Weise bei Ihnen zu melden und einen Ausblick auf die vor uns liegenden 365 Tage des neuen Jahres zu geben. Ich möchte zunächst daran erinnern, dass im Juli 2017 eine wichtige Entscheidung der UNESCO ansteht, nämlich zu der Frage, ob der Naumburger Dom und die Kulturlandschaft an Saale und Unstrut Welterbe werden. Wir setzen in diese Entscheidung große Hoffnungen. Hoffnungen in der Hinsicht, dass viele Menschen in Deutschland und darüber hinaus auf unsere schöne Region aufmerksam werden. Der Burgenlandkreis ist nicht autonom. Wir sind umgeben von anderen Gebieten in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen. Wir leben mit der mitteldeutschen Landesgrenze. Deshalb sollten wir in unserer Entwicklung immer bedenken, dass die Metropolregion zwischen Leipzig und Jena unsere gemeinsame Heimat ist. Wir sollten bedenken, auch über Landesgrenzen hinaus Entwicklungen voranzutreiben. Die Menschen in diesem Gebiet müssen stärker zusammenrücken. Das beginnt beim öffentlichen Personennahverkehr. Sie haben vielleicht bereits gemerkt, dass im Jahre 2016 die Verbindungen zwischen und nach Leipzig, Jena, Erfurt und Halle auch über Weißenfels, Naumburg, Bad Kösen deutlich besser geworden sind. Sie erreichen jetzt schneller diese Zentren als in den zurückliegenden Jahren. Auch wenn im Jahr 2017 die ICE-Anbindung für den Burgenlandkreis in Naumburg entfällt, wird es weitere zusätzliche Angebote geben, die uns die Städte näher bringen. Das ist für uns zugleich eine Chance, um für neue Einwohner und auch für Studenten zu werben, die hier wohnen und in den Städten studieren oder arbeiten. Wir wissen natürlich auch, dass junge Familien einen ländlich geprägten Burgenlandkreis nur dann als Wohnstandort in Erwägung ziehen, wenn wir hier einen guten Breitbandanschluss zu bieten haben. Mit Internet steht und fällt heute vieles im persönlichen wie auch im wirtschaftlichen Leben. Deshalb wird das Jahr 2017 für uns das Jahr sein, in dem wir den Startschuss für einen Breitbandausbau in allen Städten und Dörfern des Burgenlandkreises geben werden. Wir werden Glasfaser in jedes Dorf bringen. Dieser Ausbau wird bis zur Mitte des Jahres 2019 andauern. Ich setze darauf, dass wir danach mehr junge Menschen mit dieser Entwicklung ansprechen. Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema wird uns 2017 beschäftigen, die Zukunft der Braunkohle. Wir wissen, dass die Braunkohle aus politischen Gründen nicht mehr für alle Zeit zur Verbrennung geeignet sein wird. Wir setzen aber darauf, dass wir an eine Tradition, die hier in Mitteldeutschland mehr als 100 Jahre alt ist, anknüpfen können, nämlich Braunkohle auch als chemischen Grundstoff zu verwenden. Wir müssen uns langfristig darauf einstellen, diese Entwicklung, diese Strukturveränderung im Burgenlandkreis voranzutreiben. 6.000 Menschen, die direkt oder indirekt mit und von der Braunkohle leben und deren Familien, gilt es im Auge zu behalten und zu unterstützen. 2017 wird wiederum die Bildung im Mittelpunkt aller Bemühungen des Burgenlandkreises stehen. Wir brauchen bessere Bildungsstrukturen, bessere Schulen, effektivere Ergebnisse. Das beginnt schon bei Familienhebammen, nachdem ein Kind neu auf die Welt gekommen ist, und es endet in der Erwachsenenqualifizierung und der Seniorenbildung an der Volkshochschule. Ich möchte, dass unsere kommunale Volkshochschule im Burgenlandkreis eine größere Rolle bei diesen Bildungsaufgaben spielt, übrigens auch bei der Bildung von Flüchtlingen und von Menschen, die aus dem europäischen Ausland zu uns gekommen sind. Schon im Jahr 2016 hat sich der Arbeitsmarkt im Burgenlandkreis überaus positiv entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter zurückgegangen. Und ich glaube, dieser Trend wird auch 2017 anhalten.
Wir brauchen aber künftig, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, Arbeitskräfte. Deren Zahl wird zurückgehen. Es werden mehr Menschen in den Ruhestand treten und wir werden bis zum Jahre 2030 fast ein Drittel der Menschen in den verdienten Ruhestand verabschieden. Deshalb müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Lücke schließen. Das wird eine wichtige Herausforderung des kommenden Jahres sein. Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich für das Jahr 2017 alles Gute und Gesundheit. Ich glaube, wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Vielen Dank.